Hi, ich bin heute mal in der Natur unterwegs. 14.04. Kirschblüten habe ich rosa in Erinnerung, aber ich glaube, die kommen noch. Ja, die sind weiß. Das sind nämlich die, die schon im frühen April blühen. Während die, die erst im Mai blühen, es gibt ja zwei verschiedene Sorten, die haben jetzt Knospen. Da vorne ist ein Knospenbaum. Die Hälfte dieser Bäume, da ist einer. Die Hälfte, die noch Knospen, die blühen dann im Mai rosa. Hier ist im April, die blühen ziemlich weiß. Das ist keine optische Täuschung. Die sind echt schneeweiß. Oder nahezu weiß. Ja. Warum drehe ich jetzt das Video? Nicht um euch die Natur zu zeigen, sondern immer wieder psychologisch was zu verarbeiten. Ich war nicht mal, ich kann es selber kaum glauben, dass das passiert ist. Ich war nämlich mal wieder auf dem Amt. Auf dem Hartz-IV-Amt. Nach 3 Jahren. Mit Mappe. Hey, big break. Hat damals 99 Cent gekostet. Pfennige. Ja. Nach 3 Jahren war ich wieder auf dem Amt. Dann hatte jetzt schon wieder eine neue Vermittlerin. Das ist jetzt das 4. Mal. Innerhalb von, sagen wir mal, 5 Jahren. Oder 6, 7 Jahren. 4. neue Vermittlerin ist wirklich. Ja. Und sie hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich kenne sie gar nicht. Ich muss sie kennenlernen. Ich denke mir. Wieder eine neue Beamtin einarbeiten, bis sie mich kennenlernt und aufgibt. Wieder eine neue Sanktion kriegen. Das ist immer der Standard. Die müssen mich einmal wütend sanktionieren, weil ich Maßnahmen und einen Eurojob ablehne. Das werden sie nicht begründen. Dann sagt sie mir, kann ich sie nicht kennenlernen? Ich sage, denke mir, ist okay. Ja, und da steht immer drin, wenn ich einen Termin habe, ich soll Bewerbungsunterlagen mitbringen. Nur die wollte die letzten 10, 15 Jahre keiner. Also habe ich es nicht gemacht. Aber die wollte das. Nach 20 Jahren wollte man bitte. Also bin ich nach Hause gestiefelt, 2 Stunden lang, habe Bewerbung ausgedruckt. Ich wusste nicht mal mehr, wie eine Bewerbung aussieht. Ich habe seit 3 bis 5 Jahren keine Bewerbung mehr mit Arsch eingeguckt. Ich hatte kein Deckblatt mehr. Also habe ich mit professionellen YouTube-Fotobearbeitungsprogrammen Deckblatt erstellt. Meine YouTube-Erfahrung hat mir den Arsch gerettet, weil ich Thumbnails jetzt erstellen kann. Mit professionellen Fotoprogrammen konnte ich richtig stylisches Deckblatt basteln innerhalb von 10 Minuten, nachdem ich eins im Internet geklaut hatte von anderen Leuten. Und das war dann auch das Einzige, wo es nichts zu meckern hatte. An meinem Lebenslauf gab es eine Menge zu meckern, inklusive der Tatsache, dass ich seit den 2001er Jahren nichts mehr gemacht habe. Und die Reihenfolge sei heute nicht mehr gültig. Und das nutzt sie natürlich dann als Chance, um mir zu sagen, ich möchte sie unterstützen. Sie müssen das jetzt auch mal lernen, wie man jetzt Bewerbung schreibt. Also machen Sie doch mal bitte eine Maßnahme. Ich sage, das möchte ich nicht. Und warum nicht, soll ich begründen? Ich sage, das begründe ich nicht. Aber ich will sie doch kennenlernen. Und dann sage ich, ja, aber das möchte ich nicht begründen. Alle Gründe, die ich hier genannt habe, waren irrelevant für sie. Und ja. Und dann hat die relativ schnell locker gelassen. Ja, die sind halt auch schon in den Gewerbe. Die ganze Weile. Und die wissen, dass kein Aas mehr den Scheiß machen will. Kein Schwein will. Kein Schwein will einen Eurojob machen und kein Schwein will hier, wie heißt das? Kein Schwein will hier Maßnahmen machen. Du nimmst so einen über noch über Bedenkzeit und da hat sie relativ schnell locker gelassen, ohne dass es zu einer peinlichen Stille kam, wie früher immer, wenn ich die Fragen nicht beantworte. Und ja, die hat mir tatsächlich gesagt, die sitzt da seit 18 Jahren. Und ich dachte mir nur,
Dich habe ich geschlagen. Ich sitze da länger. Ich sitze da seit 20. Ja, und da habe ich mir doch überlegt, ob ich nicht für euch dieses Jahr ein Anniversary-Video drehen sollte. 20 Jahre Hartz IV. Wo ich über alle Scheiße nochmal rede, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Ich sitze dort länger als die. Mhm. Ja. Ja. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wenn ihr ein 1- bis 3-stündiges oder 4-stündiges Jubiläumsvideo mit speziellen Sonderdingen, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, posten soll, wo ich mal in 20-jähriger Hartz IV-Karriere rede. Ja, es ist soweit. 2003 habe ich das erste Mal Arbeitslosengeld beantragt. Das hieß damals noch nicht Hartz IV. Heißt es heute auch noch nicht, aber jeder nennt das so. Na gut, mittlerweile heißt es Bürgergeld. Ich komme nicht aus dem Moostopf raus. Es ändert sich immer so schnell was auf dieser Welt. Bei mir vergeht so ein Jahrzehnt wie nichts und ich kriege immer nie was mit. Warum? Weil ich gut abgeschirmt bin und das sollte auch euer Lebensweisheit sein. Schirmt euch ab und kriegt den ganzen Blödsinn nicht mehr. Mich belastet nur das Unterbewusstsein und macht krank. Und depressiv und so Kram. Tja. Ich bin mal am Überlegen, das auch noch mit einzubauen. Wie so eine Bewerbung von mir aussieht. Ja. Und dann noch eine andere Kleinigkeit. Das wird aber dann eine Überraschung. Ja. Also ihr wollt ja mal ein 20-jähriges Jubiläums-Hartz IV-Video, wo ich euch Dinge präsentiere, die ich noch in keinem anderen Hartz IV-Video präsentiert habe. Ich lasse mir auch viel Zeit damit dann, wenn ihr es wünscht. Aber bitte, ihr müsst das in die Kommentare schreiben. Ohne Kommentare gibt es bei mir nichts. Ihr müsst zahlen. Ja. Und da zeige ich euch mal wirklich das eine oder andere kleine Special. Ja, aber heute war wirklich, boah, trotzdem weniger peinlich das Gespräch und weniger leichter rausgekommen als sonst. Einfach nur, ja, es funktioniert gut, weil die auch das professionell gerafft haben, dass das keiner mehr will und dass da auch viele das ablehnen und dass die mit Drohnen dann nicht so. Ja, aber dann kann es sein, dass ich da auch eine Leistungskürzung in Erwägung ziehen muss, sagt sie. Will sie nicht ärgern, ich will das auch gar nicht und denke mir, ich will das auch nicht, aber sie tun es halt trotzdem. Und ja, jetzt habe ich wieder eine 3-Monats-Frist. Danach wird es, das läuft immer nach demselben Schema ab, den nochmal hinschicken. Und dann wird es hartnäckiger werden mit der Maßnahme und dann kannst du nochmal eine Überdenkfrist geben oder es passiert schon beim nächsten Mal, dass sie mir das Blatt hinwirft und dass ich mich dann melden soll. Und wenn ich mich dann nicht melde beim Bildungsträger, dann kriege ich dann endlich meine Sanktionen. Und das ist das Beste, was mir passieren kann. Weil das das Einzige ist, was sie verstehen. Also hätte ich mich sanktioniert, wenn sie merken, sie kriegen mich ja auch nicht dazu, in die Maßnahmen zu gehen oder einen Eurojob trotz dieser Sanktion, dann lassen sie es meistens sein. Aber je nach Hartnäckigkeit kann es auch mal passieren, dass eine Vermittlerin das zweimal braucht, diese Erfahrung. Und wenn sie dann diese Erfahrung gemacht haben, dass alles drohen, bitteln, betteln und verzweifeln nicht lohnt, dann lassen sie es dann einfach meistens. Ja. Ach ja. Aber das war witzigerweise heute auch jenseits von Jüt und Böse, weil sie mir den 1-Euro-Job gesagt hat, 1-Euro-Job soll ich machen, damit ich auch mal was Aktuelles dann vorweisen kann, den zukünftigen Arbeitgeber im Lebenslauf, dass ich was Aktuelles gemacht habe und dass ich den Arbeitgeber dadurch sogar beweisen kann, dass ich jemand bin, der auch einen 8-Stunden-Job durchziehen kann und ja, die körperliche Fitness und Ausdauer dazu habe, hier sowas zu machen. Also auch körperliche Berufe wie Reinigungskraft und Kurier und so ein Scheiß, was ich nicht alles behauptet habe, machen zu wollen. Weißt du, ich habe vor 10, 15 Jahren meine Phase, da wollte ich das ernsthaft in Erwägung ziehen. Aber heute da, ey, meinen Kreislauf ganz in die Ecke schmeißen. Eigentlich bin ich voll invalide, das wissen meine Zuschauer. Eigentlich bin ich zu 100% schwerbehindert und kann gar nicht. Aber ich tue mir den Horror trotzdem nicht an. Weil Arztgänge, um irgendwas zu beweisen, psychologisch zerstörender sind und kaputtmachender, als einfach vor diesen Wahnsinnigen da
zu behaupten, ich bin die Gesundheitenperson. Ja, da wirst du dich schneller los, wenn du sagst, ich kann gar nicht, bin ja nicht so leistungsfähig, brauche ich wieder Atteste. Und die stempeln mich dann noch nicht mal 100% leistungskrank ab, da kann ich mich nicht verrenten lassen, sondern die stempeln mich dann nur so halb leistungsfähig ab und dann kann ich doch noch ein bisschen arbeiten. Und mein Arzt sowieso nicht weiß, wie ich mich im Inneren fühle und das überhaupt nicht. Interessant, was hier an der Wand steht. Spiel hier verkehrt, wa? Pausiert es und lest es. Ja. Gäbe sowieso keine 100% Verrentung bei mir. Ja. Deswegen ich dann genauso hin müsste wie vorher. Nur dass ich jetzt den Stress hatte, Termine einhalten zu müssen, um zum Arzt zu gehen, um mich ja ausstechen zu lassen. Also von daher. Und ist auch gleich mein Tipp für euch. Ne? Versucht es nicht über den Weg. Manche machen das, aber der Stress dahinter, den finde ich unterirdisch. Versucht nicht über den Weg zu gehen, denen zu sagen, ihr seid schwer krank, sondern sagt, ihr seid kerngesund, werdet ihr schneller los. Dann lasst euch dann einmal sanktionieren, dass ihr raffen, das funktioniert nicht. Und dann werdet ihr auch nicht mehr sanktioniert. Ja, für alle Hartz-IVer, bester Tipp. Das ist ein ganz wichtiger Hebel. Beim Nein bleiben, niemals einklicken, zu sich stehen, seine Entscheidung stehen und auch nicht begründen, wenn man das nicht unbedingt will. Und ja, dann werdet ihr frei. Trotz des völlig sadistischen, menschenzerstörenden Systems. So ein bisschen Naturfilm. Oh Gott. Sag ich mir verschluckt, weil ich an was gedacht habe. Der nächste Gedanke, den ich jetzt für euch hatte, der hat dafür gesorgt, dass ich mich verschlucke. Bürgergeld, jetzt soll alles anders sein. Da muss man sich verschlucken. Nein, es heißt jetzt anders, aber derselbe Scheiß wie früher. Du kriegst nahezu dieselbe Menge Geld. Es ist ein ganz kleines Prozentilein mehr geworden. Also so nach 40% Lebensmittelinflation geben sie dir 1% mehr Geld. Dann nennen sie es Bürgergeld. Wir bestrafen dich nach Fördern und Fördern immer noch so wie die letzten 20 Jahre. Es heißt nur anders. Und es hat sich gar nicht geändert. Deswegen, ich habe meinen Zuschauern immer angekündigt in den letzten Hartz-IV-Videos. Ich würde denen dann davon berichten, was ich zum Bürgergeld zu sagen habe und mein Bürgergeld-Video machen. Aber ich muss an dieser Stelle ehrlich mal sagen, dass es nichts zu berichten gibt. Und das ist eigentlich schon der größte Bericht. Es gibt nichts zu berichten. Das Bürgergeld ist ein anderer Name von Hartz IV. Das war's. Jetzt dazu nichts zu sagen. Jetzt wird alles anders. Man soll ja die Hartz IVer jetzt nicht mehr so gängeln. Und nicht mehr mit Strafen drohen. Doch, zumindest hier auf diesem Amt in meiner Stadt, ändert sich nichts. Und schon gar nicht von jemandem, die da seit 18 Jahren arbeitet. Ja, ich überlebe sie alle. Doch diese Vermittlerin ist für mich eigentlich nur eine Staubflocke in der Geschichte, die ich ganz schnell wieder vergesse. Bevor ich mir den Namen merke vom Vermittler, habe ich schon wieder den nächsten. Das ist halt nur anstrengend, immer die zu trainieren und zu lernen, damit die wissen, der ist, das können wir lassen. Ein bisschen ist immer raffen, dauert es halt, manchmal in Sanktionen, manchmal nicht. Aber sie geben schnell auf. Sie geben schnell auf. Ja, warum geben sie schnell auf? Weil auch ich psychologisch geschult bin und weiß, was ich sagen muss. Oder besser gesagt, was ich lieber nicht sage. Es ist nämlich sehr viel interessanter, trivialen Scheiß von sich zu geben und die damit abzulenken, anstatt wirklich etwas über mich zu erzählen. Also man muss da einen auf Politiker machen. Ne? Viel reden, nichts sagen. Und dadurch ist sie beschäftigt und das Gespräch dauert lange und irgendwann ist dann schon der Nächste dran, dann will sie mich loswerden und dann bin ich wieder draußen. Und ja, aber das habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt. Also das war eine körperliche Anstrengung. Ich brauche jetzt auch schon mal eine Woche Bett. Ich bin jetzt auch schon mal eine Woche bettlägerig, weil ich heute zweimal dahin stiefeln musste. Mit dem Auto. Anstrengend. Ich bin da zweimal hingelaufen. Und zwischendurch 2 Stunden nach Hause und ausdrucken. Dinge ausdrucken.
Und dann noch was zu meckern haben. Nee. Das ist so kacke, wenn man Werbungsunterlagen hat, die scheiße findet und sie dann das perfekte Argument hat, mich in eine Maßnahme zu schicken. Aber die haben die auch so. Wenn es das nicht wäre, wäre es ein anderes perfektes Argument, wo ich nicht widersprechen kann. Also widerspreche ich nicht, sondern ich sage einfach nur, ich lehne das ab, danke. Und das immer mit einem verschmitzten Grinsen. Und dann grinst der verschmitzt zurück und alle sind glücklich. Man versteht sich auf Seelenebene, ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Jeder denkt sich, also ich denke mir, kannst du klicken, war ich niemals, dumme Drulla. Und die denkt sich, ja, den kriege ich nie in der Maßnahme, alle scheiße. So, nachdem das indirekt gedacht wurde und man sich so ausgetauscht hat, auf metaphysikalischer Ebene, ist eigentlich alles schon klar. Und das funktioniert auch. Also strahle aus, was du wirklich vorhast, behaupte für die Etikette im Außenmund komplett andere Dinge. Ja, und dann hast du, wie nennt man das, bedingungsloses Grundeinkommen. Und um es besser zu manifestieren, siehe es auch für dich so ein. Hat dem Baum hier wehgetan. Oh, Rindenprobleme, ey. Siehe es auch für dich als bedingungsloses Grundeinkommen. Dann manifestierst du, dass die auf dem Amt werden behaupten, dass das nicht so ist. Dass es an Bedingungen geknüpft ist, wie fördern und fördern, das gute Alte. Das habe ich schon fast vergessen, diesen Satz. Aber ich kam nochmal auf die Worte, weil ich mir auch was zum Bürgergeld durchgelesen habe und so. Naja. Satz mit X, es ändert sich nichts. Das war auch nicht anders zu erwarten, denn das hat ja auch politische Hintergründe und hat sich, solange ihr lebt, in der Politik jemals was geändert? Über irgendein Jahrzehnt? Und das ist immer so witzig, weil die Leute sich immer noch auf die Straße rennen und demonstrieren, um zu glauben, was zu ändern. Ich kann jeden Montag um 19.03 Uhr meine Uhr danach stellen. Dann laufen sie nämlich an mein Haus vorbei mit einer Drillerpfeife. Freiheit, alles ändern, bla bla bla. Weil ich glaube, die demonstrieren nicht mal gegen Erzieher. Wahrscheinlich gegen irgendwelche anderen Maßnahmen, die sie in der Gesellschaft ertragen müssen, keine Ahnung. Wer weiß schon in den Jahrhunderten meiner Lebensgeschichte, in der Menschheitsgeschichte, wofür sie diesmal sinnlos demonstrieren. Ist es irgendwelche Pandemielügen und deren Maßnahmen, wogegen sie demonstrieren, oder demonstrieren sie gegen Jobverlust, gegen Hartz IV, gegen Impfung, keine Ahnung, gegen was demonstrieren sie? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Drillerpfeifen mich immer aus meiner Konzentration holen. Ich bin ein Mensch, der viel Ruhe braucht und ich gucke gerade fern oder esse was. Und es nervt, das Drillerpfeifen vor meinem Fenster. Dauert nicht lange, nicht mal eine Minute, aber es holt mich ganz schön aus meiner. Ja, Menschen sind im Krachmachen wahre Künstler, egal auf welcher Seite sie stehen. Im Krachmachen sind sich alle einig. Och, die würden sich alle verbunden fühlen, wenn die Menschen ihre Gemeinsamkeiten kennen würden. Da würden sich alle nur noch lieben. Böseste Politiker mit einem harmlosesten Herz hier, die würden sich umarmen, ganz nach küssen. Wenn sie die Gemeinsamkeiten verstehen würden, die sie auf tiefster Seelenebene haben, Krach machen. Und damit sind sie alle meine Feinde. Alle Menschen auf diesem Planeten. Ich bin geborener Misanthrop. Weil alle Krach machen. Ja, ich habe schon öfters auf meinem Kanal thematisiert, aber ich weiß ja, dass sich nicht jeder alle Videos anguckt. Also schadet Wiederholung in dem Fall nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das auch so seht. Im Krach machen sind Menschen Meister. Entweder Trillerpfeifen, laute Disco-Musik in Lautsprechern oder Live-Musik, ganz Horror. Osterfest wird auch nochmal ein Video wert, wenn ich es verarbeitet habe, was mir da passiert ist. Naja. Mal drehe ich da noch ein Video zu den Schallangriffswaffen, die sie da hinstellen. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, aber selbst wenn ein Mensch das sich nicht antut, dann reden die meisten Menschen relativ laut. Ich jetzt rede jetzt zum Beispiel lauter, als für mich gut ist, damit das Mikro das erfasst, aber ansonsten flüstere ich den ganzen Tag überwiegend. Oder rede gar nicht. Aber spätestens dann gacken sie sich an. Das war lustig. Die Frau auf dem Amt hat mansfelderisch gesprochen. Nachdem die Arbeitgeber in Hamburg nachgemacht hat, hat sie gesagt, der in Hamburg weiß auch nicht, wo sie sitzen, wenn sie das so schreiben. Da denkt er sich in Hamburg wie Mansfelder Land? Wo soll denn das sein? Das weiß ich nicht genau. Das Ganze hat sie sehr mansfeldisch
ausgesprochen. Das war geil. Wenn ich weiß, was Mansfädisch ist, ich spreche ja noch verhältnismäßig Hochdeutsch, da schaut doch jetzt mal bitte die Comedy-Gruppe Elsterglanz. Die bringt's auf den Punkt. Comedy-Gruppe Elsterglanz. Jede Menge kostenlose Videos auf YouTube. Die sprechen richtiges Mansfädisch. Ich kann das auch, wenn ich mich anstrenge. Aber ich habe mir Hochdeutsch angewöhnt die letzten 3 Jahrzehnte. Ich weiß nicht mal ganz so gut. Naja, wie dem auch sei. War lustiges Erlebnis. Finde sie als Mensch nicht unsympathisch. War relativ nett, aber genauso sinnlos vom Inhalt her wie alle anderen auch, die da arbeiten. Und jetzt habe ich mal das Handy gedreht. So. Der Löwenzahn, seht ihr ihn? Der Löwenzahn wächst. Ich war schon überlegen, ob ich meine Sammelschatulle mitnehme. Denn mit zwei Händen kann man so nicht viel sammeln. Aber ich will unbedingt noch mal in Mabrull los. Und deswegen bin ich in dem Park. Das liegt nicht weit weg vom Arbeitsamt. Und aber ich gucken, ob Löwenzahn schon wächst. Auf meiner Wiese gegenüber vom Haus wächst in der Mitte April noch kein Löwenzahn oder nur mal so ein ganz kleines Mini-Pflänzchen, eins oder so. Also Wiese gegenüber von meinem Haus wächst da nicht viel Löwenzahn. Aber hier im Park, jetzt kräftig los. Und da werde ich mal gucken, ob ich es schaffe, innerhalb der nächsten 7 Tage hier mal wieder Löwenzahn zu pflücken. Und meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Das einzige Sinnvolle, was man an einem Tag machen kann, wenn man zum Hartz-IV-Amt geht. Löwenzahn pflücken und sich für selber was Gutes tun. Gehe ich mal die Treppe hier runter. Ich habe so einen Schiss, dass ich das Handy fallen lasse. Das war nämlich teuer und das bedeutet mir die Welt. Ja. Hier unten auch schon erste Blüten. Sind vielleicht wegen dem Regen wieder ein bisschen zugegangen. Ja. Ah, ich wünschte, ich hätte das Gespräch aufgezeichnet. Das wäre so zeigenswert. Aber da kann man wieder irgendwelche Copyrechte verletzen. Irgendwelche Dinge, private Kram. Blablabla, ich setze und so, interessiert mich nicht. So. Ja. Klee, hier wächst Klee. Ich drehe mal um. Hier wächst Klee und Löwenzahn, ob man es gut sehen kann, weiß ich nicht. Und jetzt muss ich langsam wieder nach Hause. Oh, hier war so ein Stock, so ein kleiner Hügel, der von so Ameisen oder Wespen aufgebuddelt wurde. Das ist immer so ganz feine Erde. Wie von einem Maulwurf, nur kleiner. Ja. Ja, gibt es noch was zu erzählen zu dem heutigen Tag? Nee. Außer, dass das die anstrengendste Charade war, die ich jemals machen musste. Das ist ja ein reines Schauspiel, ne? Wenn ich da hingehe, dann gehe ich ja rein in den Raum und dann mache ich ein Schauspiel. Tu so, als wäre ich ein fleißiger, wollender Mensch und bla bla bla. Und dieses Schauspiel aufrechtzuerhalten ist relativ leicht, wenn man relativ wenig Informationen von sich gibt. Aber dass ich noch mal nach Hause musste, Drucker und PC anwerfen, Bewerbungen umschreiben, damit die etwas weniger unoptimistisch wirken, als die, wenn ich sie in real abschicke, Bewerbungen. Die sind nämlich auf eine Weise formuliert, die so unterirdisch sind, dass mich auf gar keinen Fall einer nimmt. Und dann habe ich die etwas optimistischeren Bewerbungen, die meiner Beamten aber immer noch zu unoptimistisch waren, schon genommen. Das auch schon mal alles ein bisschen umformulieren und dann noch ausdrucken und dann druckt der Drucker nicht und ich habe nur bunte Streifen. Und schrecklich. Und was haben wir noch? Und ja, und dann war mein Deckblatt weg. Ich weiß nicht mehr, wo es gespeichert war. Bestimmt auf einen meiner alten USB-Sticks, die kaputt gegangen sind. Aber ich hatte kein Deckblatt mehr. Aber es wäre ja eh zu unprofessionell gewesen. Und dann habe ich eben ein Deckblatt aus dem Internet geklaut und einfach mein Foto und meine Adresse drauf geklatscht. Und da hat sie kein einziges schlechtes Wort gesagt. Ja, ich werde jetzt nur noch aus dem Internet klauen. Hast du so geil, ich klaue Vorlagen von anderen. Perfekt. Aber bei den anderen Kram, so wie ich das im Jahr 2000 gemacht habe, als Wirtschaftsassistent für Informatik. Es ist heute gar nicht mehr gängig. Ja, warum bringt das mir dann bei, wenn es nicht mehr gängig ist? Habt doch mal einen Lebensstandard auf der Welt und ändert nicht immer die Dinge. Es ist alles so anstrengend. Auch wie sich Fernsehsender, Werbung und so ändern. Immer diese Veränderungen. Wusstet ihr übrigens, dass Erdzeichen Veränderungen hassen? Ich bin Erdzeichen. Wir hassen Veränderungen. Deswegen arbeite ich heute noch mit Windows 95. Eines der professionellsten und glasstrukturiertesten Systeme, mit denen ich je gearbeitet habe. Windows 95, nur Linux sehen heute noch ähnlich aus.
Ja. Und da, hat man eine ordentliche pfadbasierte Listen, Ordnerstruktur und ja, kann man vernünftig arbeiten. Hätte man es verändert, könnte man nicht mehr vernünftig arbeiten. Mit Windows 10 kann man doch nicht arbeiten. Das ist ja menschenverachtend. Naja, so viel erstmal dazu. Und damit hätte ich auch schon alles gesagt. Es sollte nur ein kleines psychologisches Verarbeitungsvideo für mich werden. Wenn man es ausgesprochen hat, tut es einem immer gut. Und dann kann man den Müll innerlich wieder loslassen. Und ihr hattet auch noch Freude daran. Gute Unterhaltung, vielleicht sogar der ein oder andere Tipps. Ich gebe übrigens privat Hartz-IV-Coaching. Kein Scherz. Wer Rat sucht, ihn bei mir finden. Denn du können lernen, was du wissen müssen, um Hartz IV zu kriechen, ohne Probleme. Ohne Maßnahme, ohne Bewerbung schreiben, ohne einen Eurojob, was jetzt noch alles. Und irgendwann schaffe ich es auch noch, ohne dahin zu gehen. Das heißt, das hat mir einer meiner Internetkontakte, mit denen ich mich mal per E-Mail ausgetauscht habe, müsste ich mal wieder tun, hat das auch schon hinter sich. Das heißt, ich habe Zuschauer, die gehen schon gar nicht mehr aufs Amt. Das heißt, die nehmen auch die Termine nicht wahr. Und das wäre so die Königsdisziplin, der letzte Schritt. Oder nur noch zu Hause am Telefon oder gar nicht mehr ins Telefon gehen, sondern nur schriftlich kommunizieren oder gar nicht. Einfach immer Hartz IV, entweder es kommt, kommt nicht. Sanktionen kommt, kommt nicht. Einfach alles laufen lassen. Einfach immer nur weiter beantragen. Und ansonsten nicht mehr mit denen kommunizieren, nicht mehr hingehen, keinen Anruf mehr machen. Ja, und so weiter. Ist der letzte Schritt, den ich noch machen müsste. Einfach die Termine sausen lassen und diese Scharade nicht mehr mitmachen, dann nochmal nach Hause laufen und Bewerbung. Es ist Gott, allein das. So viel bin ich im ganzen Monat April noch nicht gelaufen, wie allein heute, wenn ich hier sowas mache. Das ist echt schrecklich. Na gut, die Leute. Ich muss da mal ab heute noch private Termine. Ich gebe meiner Freundin noch ein klitzeklein wenig. Naja, einkaufen kann man nicht sagen, das tut nur sie. Ich bin der Fahrer. Und dann geht es auch schon mal kräftig zu McDonald's. Was ich mir übrigens nicht mal leisten kann, weil ihr nicht spendet und ich Hartz-IVer bin. Weil ich echt einfache, kaufe ich mir immer nur noch ein Eis. Weil für alles andere kein Geld. Ja. Ich laufe schon mal zurück zum Auto. Am Hartz-IV-Amt vorbei. Wäre doch mal geil, wenn draufstehen würde, Hartz-IV-Amt. Bei uns werden sie gequält, gefoltert, massakriert, psychologisch krank gemacht. Kommen sie zu uns, kriegen sie Geld. Was ich immer ganz witzig finde, ist die ganzen Ausländer, wenn die hier reinkommen, ja, aus welchem Land, und das dann beantragen. Das finde ich ja grandios. Weil die ja den Horror auch mitmachen und sich nicht so leicht dagegen wehren können, weil sie ja überhaupt nicht wissen, wie ein Deutscher tickt als allgemein. Und ich stelle mir das vor, dass heutzutage in den Maßnahmen so ein Rudel Ausländer sitzt. Das wäre doch ganz witzig. Und jetzt guckt mich gleich grimmig so ein Türsteher an vom Amt. Ja. Ja. Den Faden verloren. Das ärgert mich. Ich kann nicht so klar hören, was ich dir das gesagt habe. Ja. Nur eine Erinnerung, dass ich die Königsdisziplin noch schaffen möchte, da gar nicht mehr hinzugehen. Ja, das ist wirklich genau. Hartz IV Coaching hatte ich auch noch erwähnt. Wo ist mein Auto? Nein. Genau, ich war beim Ausländern. Jetzt weiß ich es wieder. Genau, da sitzt ein Rudel Kopftuchträger und daneben die ganzen Schwarzen. Also das ist ganz lustig. Genau, ah, nicht schlecht die Formulierung. Ein Rudel Kopftuchträger sitzt da und ja. Mal ein Auto aufschließen. Und
Da kotzen die wie die Pest. Da denken sie, ja, wären wir noch immer in unserem Land geblieben. Aber natürlich wird es auch einige nehmen. Auch einige, die Sanktionen in Kauf nehmen. Wird es natürlich auch eine geben oder eine, die sie auch nicht erschaffen, dass sie überhaupt eine Sanktion gleich kriegen. Dann sieht die einen einfach kriechen. Und aber im Vergleich zu mir werden die sich drüber ärgern. Das weiß nicht, dass es mich komplett kalt lässt, aber man gewöhnt sich dran. Mit weniger Harz hier zu leben. Aber ich glaube, es galt ja eh nur noch 30%. Ne? Kann nicht mehr werden. Passt. Kriegen wir hin. Kann sie mich in Dauerschleife jetzt mit 30% sanktionieren. Ja, ich will es ja nicht. Ich drohe ihnen jetzt zwar, aber ich will es ja eigentlich nicht. Ja, dann lass es, dann mach es nicht. Sei eine liebe Seele. Hör auf dein Herz und lass die Menschen in Frieden. Auch wenn du es vielleicht beruflich sogar musst, aber du kannst da hinschreiben in deinen Computer. Ich denke mir, armer. Ich bräuchte nichts anderes machen, außer in diesen Computer zu schreiben. Der ist motiviert. Wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bald in Arbeit stehen. Warte weiteres ab. Sehe eine Sanktion vorerst nicht als nötig. Das können die. Das können die in ihre Dings schreiben und dann werden sie mich los. Und ich sie und alle werden glücklich. Aber nein, die muss ich selber das Leben schwer machen. Sie weiß, dass sie dann jemand gequält, gefoltert und hat leiden lassen durch die Sanktion. Und ihn doch nicht dazu gekriegt. Einen 1-Euro-Job. Ich weiß nicht, ob ich das beim nächsten Mal mache und die Frage stelle, wissen sie eigentlich, warum ich seit 2011 nicht mehr in der Maßnahme war? Und dann sagt sie, entweder nein oder sie sagt, kann ich mir denken. Und wenn sie nach einer Antwort verlangt, sage ich, ja, weil ich nein gesagt habe. Nicht, weil sie der Meinung war, mich da nicht dahin schicken. 2011, oh, das ist komisch. Ich habe noch 2010 in Erinnerung, so Dezember 2010. 2011 war ich im Januar ja schon gar nicht mehr da, glaube ich. Weil ich die da abgebrochen habe. Lass mich mal überlegen. Sie hat gesagt, ich war nur zweimal die Woche da. Ich sage, nee, ich war siebenmal die Woche da, fünfmal die Woche. Und sie sagt, nee, zweimal. Da kam ich jetzt auch ins Grübeln. Ich war der festen Überzeugung, ich war dort fünfmal. Aber es ist 12 Jahre her, was soll das noch wissen? Aber ich glaube, es dämmert mir langsam. Es könnten wirklich nur zweimal die Woche gewesen sein, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor, weil du 8 Stunden sitzen musst. Was habe ich gemacht? Nintendo DS gespielt. 8 Stunden. Weil die Computer, die mussten erst über so eine Serverzentrale da auf dem Amt und kamst nicht an wirklich viele Internetseiten. Videospiele über das Internet ging damals auch nicht so gut. Musste ich mich sehr beschäftigen. Nein, Nintendo DS mitgenommen und dort Zelda gespielt. War ein Game Boy Advance Modul, was die allerersten Nintendo DS noch schlucken konnten. Ein Game Boy Advance Spiel auf den Nintendo DS gespielt. Dort 8 Stunden täglich, aber ich ging immer mit Kopfschmerzen raus, weil die dort gebrüllt haben. 8 Stunden schaltet die Ohren, das ist Wahnsinn. Weil die anderen, die haben sich da in Gruppen zusammengesetzt und haben sich unterhalten. Das war deren Inhalt, die anderen Teilnehmer. Was haben wir gemacht in der Maßnahme? Gar nichts. Und da werde ich auch nicht unterstützt, wie man eine Bewerbung schreibt. Meine Bewerbungsunterlagen, keine Ahnung, ob die jemand sehen wollte, ich kann mich kaum erinnern. Aber so richtig geholfen bei Bewerbungsunterlagen hat mir niemand. Jedenfalls nicht aktiv in Angriff genommen, dass da jetzt eine Veränderung stattfindet und ich sage, mach mal dies, mach mal das. Nein, das war nicht so. In ganz alten Bewerbungen, den 2005er Jahren oder so, da vielleicht in ganz alten Maßnahmen, da hatten wir vielleicht der ein oder andere mal. Warte mal, die Dinger kann ich rausnehmen, die sind sehr listig, wenn man selber redet. Hört man sich dadurch selber lauter und ich brauche die für die Menschen. Die machen Krach. Wir haben Autos, Trillerpfeifen, Brüllerei, Hunde, Bellen, alles Leben, Menschen. Im Krach machen, sind sie sich alle eins. Sehe die Gemeinsamkeiten. Ja, ich habe noch nie übrigens so ein langes Handy mit so einem Video auf den, umgedreht. Oh Gott, ich hatte nur 3-4 Stunden Schlaf. Ich habe noch nie so ein langes Handy mit so einem Video aufgenommen. aber mit Handys können länger filmen. Fotoapparat dürfen nur bis 30 Minuten filmen. Handys können ja 3 Stunden durch. Und durch die hohe Kilobitrate wird das Video aber sehr, sehr groß werden. Aber für euch nehme ich das in Kauf. Für meine Zuschauer, die ich über alles liebe. Und die mich so gern haben, dass sie spenden.
Wenig. Ja. Wollen Sie unterstützen mit einer Maßnahme? Wie lange habe ich die Worte nicht gehört? Ja, 3 Jahre musste ich nicht hin. Nur Telefonate gemacht wegen der Corona-Lüge. 3 Jahre. Und jetzt soll ich schon wieder in 3 Monaten hin. Schlecht für mich, gut für euch, weil es dann mehr Hartz-IV-Videos gibt. Aber noch halte ich die Scharade aufrecht. Mache ich, bin ich, bin zuversichtlich, ja, ich arbeite dann. Eines Herrn Tages werde ich vielleicht sagen, nö, britisch, bewerbe mich seit 5 Jahren nicht mehr. Dann denken Sie mich am Arsch, danke, ich will nach Hause. Habe ich in meinem letzten, immer telefoniert jemand, mit meinem Handy. Der ist blau. Wieder Faden verloren. Ich brauche mehr Schlaf. Ja. Nur um einmal in meinem Leben zu sehen, wie sie dann reagieren. Ich sage, ich bewerbe mich hier seit 5 Jahren eigentlich gar nicht mehr. Ich tue nur so. Ich kann körperlich nicht, aber ich werde es nie mit einem Attest nachweisen. Jetzt lassen Sie mich bitte nach Hause gehen. Danke, es bringt nichts. Weil es gibt in Ihrem System keine Strukturen, die mich perfekt einordnen können oder überhaupt wollen. Nicht ohne noch mehr Aufwand zu haben, damit es einem psychisch noch schlechter geht. Ja, danke, lassen Sie das mal. Tun Sie einfach so, als wäre ich gesund und schreiben drin, ist bemüht und ignorieren mich. Das ist das Beste, was Sie tun können, weil alles andere ist jenseits von Gut und Böse. Ja, so funktioniert das noch. Aber man sagt, ich bin fleißig, bin bemüht, ich suche einen Job, bin hoffnungsvoll, werde bald Job kriegen und bin zuversichtlich. Dann bist du die 100 Mal schneller los ohne Diskussion. Deswegen funktioniert das so gut. Auch einmal im Leben möchte man das nach 20 Jahren sagen. Vielleicht sage ich es nach 30. Oder ich gehe schon nicht mehr hin. Dann müsste man auch mal probieren. Da ist die Sanktion aber noch wahrscheinlicher. Da weiß ich noch nicht, ob ich das so provozieren möchte, aber mal probieren. Und, als und dann sogar noch eine Begründung hinschreiben. Dann schreibe ich drauf, ich gehe nicht mehr hin, weil ich das nicht mehr möchte. Danke. Kann ich schreiben, aber dann kriegen sie kein Hartz IV, dann haben sie keinen Leistungsanspruch, wenn ich sage, und dann oft mal nichts. Wenn dann noch was kommt, aber dann kriegen sie nicht mehr, bla bla bla, und dann schreibe ich vielleicht irgendwann mal, ja, aber ich möchte nicht mehr hin, danke. Immer wieder foltern, immer wieder Texten hin und her, bis sie die Schnauze voll haben. Irgendwann verstehen sie es. Na, wer noch nicht lange auf meinem Kanal ist, allein schon, dass dieses System das Human Design nicht berücksichtigt und nicht vernünftig zwischen Energietypen und Nicht-Energietypen entscheidet, ist schon. Ist Albernste, was es gibt. Den Nicht-Energietyp eine physische Arbeit geben wollen. Ohne zu berechnen, wie viele Wochen der Ruhe braucht, wenn er mit Menschen in Kontakt war und so weiter. Es gilt sogar für einen Energietypus, nicht für alle. Nicht jeder verkraftet soziale Kontakte. Aber die Nicht-Energietypen, die kannst du einfach nur noch im Garten setzen und auf eine Liege und wir sind für Gehirnleistung zuständig, für die sich auch keiner interessiert. Alle würden sich ja Dinge auf der Welt ändern, alle würden anders arbeiten, alle würden mehr Freude verspüren, aber die jüngeren Schulklassen sind ja alle von Ängsten noch getrieben und Unsicherheiten und Unwissenheit. Und da funktioniert das als höherer Klässler halt nicht mehr so. Das ist halt ziemlich nervig. Also, wenn man das, diese 3D-gerenderte Grafik hier als Schule sieht, sind die jüngeren Klassen für die älteren Klassen sehr anstrengend. Auf der anderen Seite können die älteren Klassen aufgrund ihrer Weisheiten, Erfahrung, aber auch gut mit den jüngeren Klassen umgehen. Ich kriege es ja einigermaßen hin, aber es ist anstrengend, weil die sich für dasselbe selbe Menschen halten, für dieselbe Fähigkeiten und so. Das heißt, die jüngeren Klassen wollen die älteren Klassen in ihr System, damit ihnen einfrühchen, die älteren sagen dir, nein, wir brauchen das gar nicht mehr, wir sind schon so weit aufgewacht, wir tun uns dieses Leid nicht mehr an, wir machen diese Systeme nicht mehr mit, aber die Jüngeren denken, ja, sind dieselbe Mensch. Wissen nichts von Seelenentwicklung und so. Und von Reifegraden im Emotionalfeld, wer hat die Angst schon mehr abgelegt und wer noch nicht an diese ganze Spiel da. Und zwingen einen da in diese Systeme mit hinein, die überhaupt nicht für die alten Seelen gedacht sind. Oder für die mittleren und so weiter. Und dann wollen die immer Erstklässler was sagen und du denkst ja,
habe ich hier nochmal gemacht? Also warum habe ich mir diesen Planeten nochmal zum Inkarnieren ausgesucht? Was ist meine Aufgabe hier? Aber ich arbeite dran. Und wenn ich es herausgefunden habe, sage ich es euch. Dann sage ich euch meine Seelenidee, warum ich hier inkarniert bin. Unter diesen Umständen in der aktuellen Schulklasse, keine Ahnung, wo ich bin. Nur nicht mehr in der ersten, da bin ich mir ganz sicher. Unterirdisch. Erstklässlerinnen arbeiten auf Ämtern oder in politischen Ämtern. Wenn ich herausgefunden habe, was ich hier will, dann sage ich es euch. Ja, bis dahin quält man sich mit Erstklässlern weiter rum. Aber es hilft ja auch dabei, selber noch Restängste abzubauen. Man wäre ja nicht auf diesen unterirdischen Planeten inkarniert, wenn man nicht noch Restängste hätte, die man ja loswerden kann. Und da geht es eben darum, mutig zu sagen, nein, mache ich nicht, danke, tschüss. Und nicht mehr hinzugehen, den ganzen Kram, der damit halt verbunden ist und dann einen selber noch Ängste auslösen kann. Ja. Ich höre gerade, die Vögel jetzt wird schon, ist sehr schön. Na gut, dann fahre ich jetzt mal nach Hause. Dann schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr ein Anniversary, immer dieses Englisch, redet bei mir Deutsch, schreibt mir ein Deutsch drunter. Wenn ein 20-jähriges Jubiläums Hartz IV Forever-Video wünscht.